Liebe Leute, da sind wir wieder. Kleine Pause gehabt, mussten uns auch mal regenerieren. Nico ist sogar im Urlaub, ich leider noch nicht. Aber haben uns gedacht, kleines Playoff-Update von uns. Ich würde mal sagen, Nico, wir starten einfach mal mit der Western Conference. Einiges passiert heute Nacht. Beziehungsweise, was war heute Nacht? Doch, die Jazz, über die Jazz müssen wir reden. Die Jazz sind 2 zu 0 in Führung gegangen, Nico. War ich dann doch ein bisschen überrascht. Also, ich meine, die Clippers, das hat man jetzt gegen die Mavs gesehen, die brauchen scheinbar irgendwie mal so ein bisschen, um die Serie zu kommen. Aber 2-0 ohne Conley, ist es vielleicht schon so ein richtiger Statement-Sieg? Ja, ich finde schon. Ich weiß nicht, natürlich kann man jetzt sagen bei den Clippers, dass sie vielleicht müde sind, weil sie ja 7 Spiele waren. Aber irgendwie, ich habe mir gedacht, dass die Clippers jetzt irgendwie gestärkt herausgehen, muss ich eigentlich ehrlich zugeben. Und jetzt verlieren sie wieder gleich die ersten 2 Spiele. Und ja, man muss ja dann schon sagen, Utah ist vielleicht dann schon nochmal eine andere Hausnummer wie Dallas. Und da sehe ich schon schwarz für die Clippers, muss ich sagen. Natürlich, das nächste Game wird natürlich sehr entscheidend sein, weil wenn die auf 3-0 weg sind, dann ist es vorbei. Wenn die Clippers vielleicht nochmal gewinnen, dann, ja, dann kann nochmal was gehen, aber sonst glaube ich da nicht dran, dass die Clippers dann noch was holen. Ja, du sagst es, nächstes Spiel, das ist so ein Do-or-Die-Spiel auf jeden Fall für die Clippers. Was ich erstaunlich fand, ich habe immer gesagt, okay, wenn der Supporting Cast bei den Clippers funktioniert, dann holen sie die Spiele. Reggie Jackson mit 29 Punkten, Paul George eigentlich auch mit einer ganz guten Partie und trotzdem verlieren sie das Spiel. Das fand ich relativ überrascht, oder? Ja, Also. stimmt. Reggie Jackson, ich war richtig sauer nach dem Game 7 gegen Dallas, weil Reggie Jackson auf einmal die Dreier reingekaut hat mit seiner, ja, mit seiner, ich will gar nicht über seine Brille, will ich gar nicht reden. Hat auf einmal die Dreier rein, jetzt mal, dann habe ich gesagt, na, der macht nie wieder so ein Spiel, jetzt macht er auf einmal 29 Punkte. Aber das stimmt, da fehlt irgendwas. Normalerweise, der Supporting Cast hat eigentlich ganz gut abgeliefert, aber irgendwie reicht es halt dann doch nicht, weil Donovan Mitchell halt auch, ja, sehr stark zurückgekommen ist, muss man sagen. Und weil die Jazz allgemein wirklich einen guten Basketball spielen. Gobert, Mauer hat die Zone zugesetzt, auch Defensive Player of the Year geworden. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber. Ja. Nee, absolut. Absolut. Was ich so spannend finde, warum führen wir eigentlich überhaupt noch Superstar-Mitchell-Diskussion? Weil ich meine, er hat doch Ja. letztes Jahr in der Postseason komplett abgeliefert. Also spätestens jetzt ist er doch ein absoluter Superstar, oder? Also für mich auf alle Fälle. Und auch, aber auch in der Breite sind die halt einfach gut aufgestellt mit Leuten, die einfach entscheidende Sachen machen können. Joe Ingles, geiler Stepback, auch Jordan Clarkson kann natürlich immer von der Bank scoren. Und ja, jetzt sind sie 2-0 vorne und ich denke, dass sie das nach Hause fahren werden. Ich denke auch, ja, Clarkson hat es angesprochen, 24 Punkte von der Bank, wobei witzigerweise er war der Einzige, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat, er war der einzige Spieler, der von der Bank gescored hat, von den Jazz. Wirklich? Ja, er war wirklich sonst Da hast du alle mich jetzt null. kalt erwischt, das habe ich noch gar nicht gelesen. Aber wahrscheinlich, weil ich im Urlaub bin. Ja, deswegen. Genau, ja, also Conley muss man natürlich noch sagen, Conley spielt nicht, plus die anderen, ich glaube, es haben auch nur noch zwei, drei andere Spieler, ich glaube, zwei, Favors und noch einer, waren auch die einzigen, ich glaube, Goran Dzeng hat noch gespielt und sonst haben die anderen eh keine Minuten bekommen, Aber deshalb. war da die Rotation auch so kurz oder? Die war cool, also wie gesagt, Clarkson war im Prinzip der Einzige, der von der Bank als Unterstützung kam. Was ich mal krass finde, Clarkson liegt gut auf, sein Plus-Minus ist aber immer gut, da sieht man vielleicht. Seine Ja. Quoten sind ja auch nicht immer so gut, oder? Aber er kann halt einfach scoren und er bringt Energie und ja, einfach so ein bisschen eine Wucht, Schnelligkeit, wo sich die gegnerische Defensive einfach darauf einstellen muss. Ja. Das ist, glaube Ja, ich, das Wichtige bei ihm. und eben. Und sein Plus-Minus kommt ja auch ein bisschen deshalb zusammen, weil er halt auch in den Phasen kommt, wo die Ja, Stars genau. eine Pause brauchen. Und natürlich baut man dann gegen Ende so ein bisschen ab. Und dann, aber ich meine, wenn er in den entscheidenden Phasen, und das ist auch immer ganz wichtig beim Plus-Minus, du siehst da natürlich nicht, ob er nicht vielleicht in einer entscheidenden Phase gescored hat. Ne? Das ist dann immer, das siehst du, kannst anhand des Ja, Plus-Minus du ablesen. siehst einige Sachen an den Stats nicht. Du siehst ja auch nicht, wenn er reinkommt, dann muss der gegnerische Trainer schauen, dass er jetzt nicht vielleicht alle seine Stars rausnimmt oder was weiß ich, sonst, ja, damit er die nicht komplett auseinandernimmt. Ganz genau. Was würdest du tippen? Du hast gesagt, wenn, ja gut, nächstes Spiel ist jetzt entscheidend, sehe ich auch so. Also wenn die Jazz das nächste gewinnt, ist das Ding durch. Ich weiß, es ist schwierig. Glaubst du, die Clippers kommen nochmal? Weil auf der anderen Seite, wenn Ich es, tue ich mich habe auch total. gesehen, Game 7 würde ich sogar mit den Clippers gehen, aber ist die Frage, ob es dahin überhaupt noch kommt. Ich meine, ich tue mich sehr schwer, das so einzuschätzen.
Ich schätze schon, dass die Jazz 4-1, höchstens 4-2 machen. Ja. Also. 4-2 wäre auch mein Tipp. 4-2. So, also waren wir uns doch einig. Aber wie du gesagt hast, nächstes Spiel ist das Entscheidende. Wenn die Jazz das nächste Spiel gewinnen sollten, dann wird es vielleicht sogar ein Sweep. Wenn die Clippers das holen sollten, könnte es nochmal eng werden. Aber ich würde auf jeden Fall auch mit den Jazz gehen. Nächste Serie, Suns gegen Nuggets. Ja, die ersten zwei Spiele waren ja dann auch relativ eindeutige Geschichten. Ich glaube auch da nicht unbedingt, dass die Suns die Nuggets sweepen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn sie so spielen, die Starting Five performt gerade so krass und bei den Nuggets merkst du halt einfach, Jamal Murray fehlt an allen Ecken und Enden. Mhm. Ne, weil du hast einfach, Aaron Gordon müsste im Prinzip ja jedes Spiel wirklich super performen, damit man das irgendwie in Sachen Scoring kompensieren kann und das tut er nicht. Glaubst du auch, eindeutige Geschichte? Suns kommen weiter? Also jetzt noch, vor den zwei Spielen hätte ich das gar nicht so gesehen, also so eindeutig. Aber jetzt muss ich halt schon sagen, die Nuggets sind einfach dann zu ausrechenbar. Jokic ist auch dann in der Defensive zu angreifbar, zu guter Offensive ist. Ist ja auch jetzt MVP geworden. Und die Suns haben sich halt einfach irgendwie in so einen Rausch gespielt, muss ich sagen. Also, was da, ja, Kollege Booker, Paul, aber eigentlich auch die ganze Starting Five und auch von der Bank kommt, ist wirklich, da muss man einfach Respekt zollen. Gefällt mir sehr gut. Ja, vielleicht auch, dass dadurch, dass sie die Lakers rausgehauen haben, ich sag mal, natürlich waren die Lakers geschwächt, aber ich glaube, das macht auch nochmal mental was mit dir. Ey, wir haben jetzt die Hürde LA, ne, gemeistert und jetzt kann uns eigentlich keiner mehr was. Im Prinzip haben sie den Titelfavoriten, ne, das waren die Lakers dann insgeheim schon noch, sie haben sie rausgeworfen und ich glaube, das macht mental auf jeden Fall was mit dir und ja, man sieht, die Nuggets schlagen sie gerade echt souverän und ich denke, das hatte ich auch so ein bisschen schon vermutet bei den Nuggets. Je länger die Playoffs dauern werden, desto mehr Probleme werden sie bekommen. Für die Blazers hat es doch gereicht. Mir war klar, dass ab Runde 2 ohne Murray es schwierig werden wird. Ja, sehe ich genauso. Und ja. Wenn die Suns wirklich durchgehen und Utah durchgeht, dann muss ich auch sagen, also Utah ist auch nicht, weiß ich auch nicht, sind jetzt auch nicht bombenfest. Also da geht wirklich was für die Suns. Ja, wir haben es eben auch schon, ja, wir haben es im Vorlauf schon ein bisschen angesprochen, wer weiß, vielleicht kommen sie in die Finals, also es ist auf jeden Fall jetzt durch die Hürde LA, aber mal sowas von möglich. Ja, und Chris Paul hat sich ja auch jetzt nochmal um einiges gesteigert, also was auch Scoring betrifft, also er war ja auch angeschlagen, beziehungsweise verletzt, hat sich dann irgendwie durchgebissen und jetzt, ja, wirkt er besser denn je, würde ich mal sagen. Nicht Playoff-Rekord, das hat er schon zweimal vorher gemacht, aber bis auf ihn hat es noch keiner gemacht. 15 Punkte, oder? 15 Assists und kein Turnover. Ja, und 0 Turnover, genau. Das ist schon krass, ja. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Chris Paul, es war wirklich wichtig, dass die Hand nicht so, ich glaube, die Hand war es, oder? Dass die nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Oder die Schulter, genau. Extrem wichtig und ja, er ist wieder, also er hat ja auch dann angeschlagen gespielt, aber jetzt ist er wirklich, scheint er wieder wirklich bei 100% zu sein und ja, der X-Faktor vielleicht für die Phoenix Suns. Und ich denke, wir sind uns beide einig, es wären vielleicht 5 Spiele maximal. Mehr traue ich den Nuggets. Also ich gehe nicht mal auf ein 4-2, ich gehe auf ein Gentleman Sweep 4-1 für die Suns. Ja. Okay, ja, sind wir uns schon mal einig. Ja, haben wir den Westen noch schon durch? Würde ich sagen, gehen wir mal in den Osten. Würde ich sagen, beginnen wir mit Hawks Philly. Überraschender Sieg in Spiel 1, wobei die Hawks das dann fast noch gechoked haben hinten rum. Ja. Aber Spiel 2 waren die 76ers dann zurück. Embiid mit einer Wahnsinnsleistung. Es sollte auch, glaube ich, jetzt gut angefressen sein, dass er den MVP-Titel nicht bekommen hat. Ja, was glaubst du? Also könnte es trotzdem vielleicht irgendwie noch eine spannende Serie werden? Also ich schreibe die Hawks noch nicht komplett ab. Also vielleicht gewinnen sie das, ne, jetzt vor heimischer Kulisse, also. Na, ich würde die Hawks auch nicht aufschreiben, weil die haben halt irgendwie so, weiß ich nicht, so Zockertypen dabei, Trae Young, Bogdanovic, die dir einfach dann die Dinger reinhauen. Ja. Das ist wirklich, also auch in so Phasen, ja, wo du denkst, boah, es wäre immer schön, wenn die jetzt einen daneben hauen, aber genau dann treffen die. Und deswegen würde ich die Hawks auch nicht aufschreiben. Aber natürlich sehe ich grundsätzlich schon Philly insgesamt besser aufgestellt, gar in der Defensive.
Aber muss ja nichts heißen. Ich hätte auch nicht gedacht, also ich habe mir das erste Spiel, glaube ich, was, ja, habe ich mir komplett angeschaut. Und ja, war dann schon ein bisschen enttäuscht von Philly, muss ich auch sagen. Ja. Ja, ich meine, klar, am Ende wurde es dann nochmal eng. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen der mangelnden Erfahrung der Hawks geschuldet. Aber ja, ich war auch sehr enttäuscht. Also die erste Halbzeit, das war ja fast schon... Ja, natürlich hatten die Hawks einen Sahnetag, aber das war ja schon so ein bisschen Arbeitsverweigerung der Sixers. Ich weiß nicht, ob sie es dann auf die zu leichte Schulter genommen haben. Aber ich meine, man hat ja schon gesehen, dass die Hawks was drauf haben. Ich meine, die Knicks, die schlägst du ja jetzt auch nicht im Schlaf. Also die haben ja auch eine... Die hatten ja auch ihre Daseinsberechtigung, deswegen... Aber... haben sich dann gut davon erholt in Spiel 2. Und ja, ich denke mal, Spiel 3 könnte auch nochmal so richtungsweisend sein. Jetzt nicht für die ganze Serie, aber ob es spannend bleibt. Weil gewinnen die Hawks Spiel 3, glaube ich, haben wir bis zum Ende eine spannende Serie. Gewinnen die Sixers Spiel 3, könnte es vielleicht dann fast schon in Richtung dann auch 3-1, 4-1 gehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Sixers einmal wirklich in Fahrt kommen, dann wird es auch für die Hawks schwierig. Ja, aber ja. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall eine spannende Serie. Heute haben wir Spiel 3 dann, heute Nacht. Mal gucken, vielleicht schaue ich da auch mal ein bisschen rein live, ansonsten morgen. Aber ja, das ist ein wichtiger Faktor natürlich, Joel Embiid. Wenn der, ja, wenn der schon kommt, dann, ja, ich glaub, ja, dann wird es halt schwierig für die Hawks. Ja, absolut, absolut. Das letzte Matchup ist so ein bisschen, sagen ja alle, das vorgezogene Finale. Gehst du da mit? Also, ja, ich tue mir ein bisschen schwer, weil die Bucks in den letzten Jahren... Würde ich jetzt nicht so sagen. Also warum soll... Also ich würde den Bucks da nicht so viel Credits geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sie haben jetzt gegen Miami gewonnen, aber es war jetzt auch kein Hexenwerk. Miami hat wirklich nicht gut gespielt. Und also die Bucks haben bis jetzt trotzdem immer noch nicht viel gezeigt in die Playoffs, muss man auch so sagen. Ja. Deswegen vorgezogenes Finale würde ich nicht sagen. Ja. Aber interessante Series auf alle Fälle. Sehr interessante Serie. Ich meine, ja, die Frage ist halt nur so ein bisschen, okay, erstmal Faktor Harden könnte vielleicht jetzt so ein ganz bisschen in den Köpfen gewesen sein. Ich denke, mit Harden hätte sie es auf keinen Fall verloren, weil ich meine, die Bucks, das Star-Duo bricht einen Rekord, erzielt 79% der Punkte. Sie halten die Nets auf 83, gehen mit 20 Punkten in Führung zum ersten Viertel und choken das Ding trotzdem fast. Also es kam ja. Es war ja eigentlich fast so ein Best-Case-Szenario für die Bucks und trotzdem so eine enge Partie. Und ich glaube, das spricht fast für die Nets. Also ich glaube, noch so ein Spiel. Spiel kommt einfach nicht mehr. Nee. Du hast im Vorlauf auch gesagt, Joe Harris mit keiner guten Partie, Griffin auch nicht, der Griffin aus den ersten beiden Spielen. Deshalb, da muss schon echt, also das Spiel hat, finde ich, eher gezeigt, dass da einiges zusammenkommen muss, dass die Bucks gewinnen. Gut, sie haben es jetzt aber gewonnen. Sie haben den Sieg geholt. Ich sag mal, gewinnen sie jetzt Spiel 4, dann müssen wir uns vielleicht auch nochmal drüber unterhalten. Also, ob die Nets dann nervös werden, weiß ich nicht, aber... Also, nervös kann ich mir nicht vorstellen. Kevin Durant und Kyrie Irving. Also, nervös würde ich jetzt nicht sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben die einfach ein zu starkes Skillset und zu viel erlebt und ja, und können einfach zu viel, können sich einfach auf ihre Stärken verlassen. Ja. Und du musst ja auch sagen, die ersten zwei Spiele, also ganz ehrlich, das war ja die komplette Zerstörung. Ja. Also die Bucks haben ja gar kein Land gesehen. Ja. Ja, absolut guter Punkt. Und ja, muss man mal gucken, ob die Bucks es irgendwie schaffen in Spiel 4. Das Problem ist natürlich auch, wenn die Bucks das Spiel 4 jetzt verlieren, dann steht es 3-1, dann ist in den Köpfen der Bucks eigentlich auch schon drin. Das war's. Und vor allem auch im Hinblick auf die nächste Saison, Budenholzer wird dann den Verein, denke ich, auch verlassen. Und dann ist man irgendwie, steht man da, wo man jedes Jahr steht, gefühlt bei den Bucks. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mental auch ein bisschen was mit dem Team macht, dass man dann, ja, so ein bisschen täglich oder jährlich kriegst das Murmeltier. Ja, genau. Aber mal schauen, du gehst mit den Bucks, du gehst auf jeden Fall mit den Nets dann in der Runde. Auf jeden Fall, ich würde, wie gesagt, auf dem Conference-Final Philly Nets tippen. Ja, glaube ich, ganz geil zum Anschauen. Ja. Wär auf jeden Fall geil. Philly gegen Nets in den Conference Final. Das ist dann vielleicht das vorgezogene Finale. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall auch mit den Nets. Und dann mal schauen. Gegen Philly könnte dann ungemütlich werden. Ja, gegen Philly. Ja, ich glaube, die haben halt auch so defensiv die Mittel, dass sie da ja schon dagegen halten können. Ja. Und da muss man natürlich schauen, was ist mit James Harden. Ich weiß jetzt nicht.
Ich glaube, das nächste Spiel ist er auch auf alle Fälle raus. Dann muss man immer schauen. Also ich glaube, wenn die Nets das gewinnen, dann, ja, dann ist die Serie eh relativ, dann ist wahrscheinlich durch und dann wird in der Bucks-Serie auch nicht mehr zurückkommen. Ja. Und dann wird man sich fokussieren, dass man den irgendwie fit kriegt für die Conference Finals. Ich denke auch, dass Harden nur, sag ich mal, im allergrößten Notfall vorzeitig schon eingreifen wird, sonst werden sich gucken, dass sie ihn für die Conference Finals dann fit bekommen. Mhm. Dann, ja. Bin ich gespannt, aber, Nico? Ja, aber ein bisschen schade, leider. Das mit James Harden. Ich hätte schon gern mehr Spiele zusammen gesehen bis jetzt. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Jetzt sehen wir es in den Playoffs, sehen wir das Trio dann irgendwie auch nicht so wirklich. Ja. Und jetzt in den für die entscheidenden Spiele. Ich hätte ihn schon echt gern gegen die Bucks jetzt gesehen oder auch dann in der nächsten Runde. Hoffen wir wirklich, dass er wieder fit ist. Aber soweit sind wir noch nicht. Nicht, dass die Bucks, also völlig, also ich würde sie zumindest nicht völlig abschreiben. Also. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir sie völlig abschreiben. Aber wir haben jetzt 3 Spiele gesehen und wie du hast ja gesagt, im letzten Spiel ist einiges zusammengekommen und sie hätten es trotzdem fast verloren. Und das stimmt halt ein bisschen pessimistisch als Bucks-Fan, der ich bin, aber. Ja, klar. Das ist nicht von anzuweisen. Deswegen werden die Bucks auf jeden Fall wieder einen Sahnetag brauchen. Da muss dann einiges zusammenkommen. Man darf auch nicht vergessen, Kyrie und KD, ja, haben gescored, aber waren noch nicht die besten Quoten heute Nacht. Deshalb, ja, bin ich gespannt auf jeden Fall auf die weiteren Partien. Da würde ich sagen, Nico, melden wir uns dann vielleicht in der nächsten Runde wieder und schauen dann mal. Dann geht's ja dann. Ob unsere Conference Finals Tipps aufgegangen sind, oder? Ja, würde ich sagen. Und dann geht's in die ganz heiße Phase. Und dann, mal gucken. Da wird auf jeden Fall, werdet ihr von uns hören. Nico, dir noch einen schönen Urlaub. Erhol dich gut in den nächsten Videos. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.